ich möchte an diesem heutigen Tag kein Habashi sein. Aber ihr habt es euch ausgesucht, zu dieser Sekte zu gehören, also habt auch Geduld mit uns. Schaut, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal sagt, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Allah ist es, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschaffen hat, daraufhin. Wie bitte, Abu al-Bara? Warum betonst du daraufhin? Weil bis dato waren die Himmel und Erden nicht erschaffen. Also hat Allah sie erschaffen. Und mit Allah war nichts. Weder war ein Ort, noch war die Zeit, noch war irgendein Wesen auf der Erde. Mit Allah war nichts. Wie der Prophet s.a.w. sagte, Allah war da und mit ihm nichts. Khalas? Okay, ich hoffe, wir suchen Gemeinsamkeiten. Dann machen wir weiter. In diesem Zustand, oder zu diesem Zeitpunkt, hat Allah Azza wa Jal dann die Himmel und die Erden erschaffen in sechs Tagen. Und dann hat er sich über dem Thron erhoben, subhanahu wa ta'ala. Thumma sawa ala al-arsh. Und das ala al-arsh, über dem Thron, heißt, werden wir gleich auch sehen, wie viele Ijma', das heißt, eine eindeutige Fatawa von allen Gelehrten. Nicht von Ahbash, die brauchen wir nicht, von allen Gelehrten von Ahlus Sunnah. Weil diese Leute gehören nicht zu Ahlus Sunnah.